Ja, war sehr schön. Ich habe ja gehört, so viel wie heute war noch nie los. Und ja, damit musste ich aber rechnen, weil die Fans natürlich sehr stolz waren auf uns in dieser Saison. Und das war jetzt das letzte Treffen und die letzte dritte Halbzeit. Von daher habe ich schon damit gerechnet. Volles Haus und Riesenandrang im Clubheim des Schalker Fanclubverbands. Zu Gast in der dritten Halbzeit war Schalke-Torwart Manuel Neuer. Die Saison wird Schalke als Vizemeister beenden. Ein tolles und unerwartetes Ergebnis. Ja, wir können zufrieden sein. Ich denke mal, wenn vor der Saison jemand da mit ankam und sagen würde, wir werden Zweiter und qualifizieren uns direkt für die Champions League, auch noch 2 Tage, 2 Spieltage vor Schluss, dann hätten wir das sofort unterschrieben. Und jetzt sind wir natürlich glücklich, dass wir das geschafft haben. Wie ist denn die Kameradschaft unter euch Spielern? Pflegt ihr Freundschaften oder macht ihr auch privat was miteinander? Gibt es ein bisschen Gruppen? Ja, früher war es nicht ganz so einfach gewesen bei uns und da gab es schon mehr Grüppchen. Aber in dieser Saison, muss ich sagen, funktioniert sehr gut. Und wenn das fertig ist. Dank seiner hervorragenden Leistung könnte Manuel Neuer bei der WM 2010 auch die deutsche Nummer 1 sein. Ja, weiß nicht, was ich für Chancen habe. Ich rechne schon Chancen mir aus, aber man wird halt sehen, was die Verantwortlichen sagen. Und ja, da müssen wir Folge leisten. Obwohl er erst 24 Jahre alt ist, war es schon Manuel Neuers 4. Spielzeit auf Schalke und die war anders als sonst. Ja, das war, glaube ich, die jüngste Mannschaft, die wir jemals hatten und auch die unerfahrenste, aber wir haben trotzdem die Saison erfolgreich abgeschlossen. Auch kein Autogramm- und Fotowunsch ließ Manu an diesem Tag offen.